Hallo, Yassas Filimus, so lange Zeit nicht gesehen. Aber wir sind heute dabei, wir machen so eine Kontosoufflé, wir haben ja gesprochen, ne? Mit dem Nackenfleisch, mit dem Bauchspeck, ne? Und dazu tun wir so eine Feta gegrillte in Alufolie mit ein bisschen Kräutertee, dann machen wir so Pikante und Rosmarinkartoffel dazu. Und dann zeige ich euch, wie das geht. Bleiben Sie dran. So, das geht das los. Und dann, das muss man zeigen, wie man das eine gute Soufflé machen. Dann haben wir die Bauch so Speck, so die Haut haben wir abgemacht. Braucht man nicht, ne? Ist besser gut zum sauber machen, das Grill. Dann fangen wir an zu schneiden. Erst mal so, mal so ein Stückchen machen. Okay, Jakos, Kontosoufflé ist quasi ein großer Spieß, ne? Bisschen wie so Flaki, nur in groß. Genau, ja, etwas größeres Stückchen, ne? Mhm. Natürlich ein bisschen anders mariniert, ne? Quasi in Deutschland ein Spießbraten, so in etwa. Ja, kann man so sagen, auch so Spießbraten, ja. So, da schneiden wir so ein Stückchen, ne? Habe ich neue Messer, meine neue Messer, so, ein bisschen schwer, ist gut zu schneiden, weißt du, brauche ich nicht so viel zu drücken, ne? Da geht er leicht. Ist leichter für die Hand. Genau, ja. Und was hast du jetzt da? Nacken und Bauch. Das ist die Bauch. Nacken, ja. Das ist Nacken jetzt, ne? Schneid mal so. Einmal so. Einmal durch so. Wir müssen auf jeden Fall gleich mal erklären, warum wir so lange weg waren, sozusagen. Ja, das waren die Sommerzeit, auch Urlaub und... Ja, Urlaub und ich kann auch noch sagen, ich habe noch einen neuen Job dazu ja, bekommen. Ja, du hast auch wenig Zeit wenig gehabt Zeit. Mit dem neuen Job, ne? Ja. Du warst auch sehr beschäftigt auch. Und dann wurden uns noch... Aber alles Gute, mein Freund, sind immer noch gesund. Und dann bleiben wir dabei und dann machen wir was Schönes heute. Ja, gegrillte, haben wir so die Fleisch so geschnitten, ne? Schauen Sie mal so, ne? So Bauchspeck, Nacken. Dann machen wir auch so eine Zwiebel dazu. Ne? Ich freue mich jetzt schon. Das wird lecker. Ja. Ne, da tun wir so mal reichlich Zwiebel dabei. Das muss alles jetzt mariniert werden dann, ne, das Fleisch. Ein bisschen mariniert, ja genau. Normalerweise auch so wie der Gyros so übernachtet, also. Aber mit ein paar Stunden geht auch so, so zu schnell, ne. Das Fleisch muss man richtig massieren mit der Zwiebel. 2 Kilo haben wir jetzt gehabt, ne? 2 Kilo insgesamt, ja. Mhm. Da machen wir so 2 Spieße, so kleine gute Soufflé, muss man so normale gewerbliche. Die machen so eine lange, so über 1,20 m, 1,30 m, so eine lange, muss man so eine kleine, lange Grill haben, das zu grillen. Aber wir machen für uns privat, ne? Bisschen kleiner. Das Soufflé ist gut auch so. Ein paar Leute, ein paar Freunde anladen. Ich habe das schon mal gegessen, glaube ich, auf Kreta. Ja? Tatsächlich, ja, ja. Aber da hatten die so ganz lange Spieße. Ja, genau, die machen das gewerbliche. Ja. Hatten auch natürlich Apparat. Ja, ja. Klar. Da hat nicht jeder so einen Apparat zu Hause. Nein, nein. Gewerbliche, gegrillte Sachen, ne? Machen wir ein bisschen kleiner. Genau, ja. Dann machen wir ein bisschen kleiner, da kann jeder machen, auch zu Hause mit normalen Grille. Ne? Gut, das Soufflé ist gut. Die brauchen Zeit, muss man Geduld haben, ne? Deswegen machen wir auch ein bisschen Vorspeise, die Feta gegrillte, ne? Mhm. In Alufolie. Und probieren wir, dann trinken wir so eine Uso dazu. Und dann warten wir auf die gute Soufflé mit der Rosmarinkartoffel. Hey Leute, da macht Spaß. Ja. So, die nächste Schritt also, du machst die Knoblauch. So, die mal Knoblauch, frische Knoblauch. Nee, Mann, nee. Neue Messer, hey, da macht Spaß wieder. Ne? Ist schwer. Ja, ja, das ist ein schwerer Apparat, aber ist gut. Also, hartige Gemüse, jetzt besonders bei dem Winter zu schneiden mit so einem Messer, Sellerie, Möhren und so, Rübchen und so, ne? Ja, wir haben ja jetzt auch geplant, auf jeden Fall für diesen Winter Suppen.
Suppe, genau, sehr Suppe. Kann man schöne, leckere Suppe machen, ja klar. Schöne Suppen können wir jetzt machen. Vor der Kälte und der Leute, ja, genau. So eine schöne, kräftige Suppe machen. Ich mag die gerne, die griechische mit dem Hähnchen. Ah, die Hühnersuppe? Die Hühnersuppe mit Zitrone und Ei, die ist lecker. Ja, Kotosuppe, eine Kotosuppe. Da sagt keiner nein, weißt du, alle will ja haben. Und wenn man die einmal trinkt, ist man sofort gesund. Ja, wenn man krank ist, wird man sofort gesund. Hähnchenfleisch ist immer so. Ja. So, da tun wir auch so mal so ein Mädchen rein. So ein kleines Schneide, die Tomate, so ein Würfelchen, so einfach so. Mal reintun. Tomate, rote Paprika. Also du marinierst quasi jetzt mit dem Gemüse das Fleisch nochmal. Genau, ein bisschen, ja. Da gibt ja auch Geschmack ab dann. Ne? Mhm. Ein bisschen Paprika dazu. Dann die Paprika auch ein bisschen drücken, dass die Saft rauskommt. Wir machen eine gute Souffle, saftige gute Souffle. Natürlich wieder für unsere Art, ne? So, dann tun wir das auch rein. Tun wir also mal ein bisschen unsere Gewürze auch, diese für das Fleisch. Es passt dazu sehr, sehr gut dazu, Leute. Schauen Sie mal unsere Gewürze. Nee. Ja, das passt da auch sehr gut. Deswegen heißt das ja auch Alleskönner für Fleisch. Ja, genau. Das ist eine. So, Entelsüßpaprika auch dazu, so ein Löffelchen. Ne? Und dann ein bisschen Kurkuma, so eine Löffelchen Kurkuma. Kurkuma gibt auf jeden Fall ein bisschen Farbe. Salz noch dazu, so. So eine zwei, so leise, so eine. So eine zwei, so, weil. 2 Kilo Fleisch, ne? Das braucht ein bisschen Muss Salz. Muss man reichlich Salz reintun. Unsere Gewürze hat auch Salz, aber nach Salz, ne? Dann machen wir auch so ein bisschen frische Thymian. Bisschen Thymian und ein bisschen Rosmarin auch dazu. Und mal ein bisschen Rose, Melissa-Kräuter noch. Die Kräuter dürfen bei dir nicht fehlen. Genau, ja. Ich koche gerne mit Kräuter. Das doch schon super lecker aus. Genau, ja, da kommt so langsam. Ja, das ist so eine Marinade, Godot Souffle, natürlich Zitrone auch dazu, Zitrone, ist immer gut. Ein bisschen Zitrone, ein bisschen so ein Chiliöl, so selber gemacht auch so. Ein bisschen Chili. Unser Öl natürlich, wir haben so die Golden Öl, wir haben so eine neue Erde, Golden Öl von Griechenland, unser Bekannter, der Michalis, der hat uns neue Öl geschickt, ne? Die neue Erde, Golden Öl, Leute, frische Öl, wir benutzen hier. Golden Öl natürlich, ne? Die neue Erde, tun wir also mal ein bisschen dazu. So, schauen Sie mal hier, Leute, was für eine Marinade haben wir gemacht, ne? Sebastian, was meinst du? Ich glaube, du wolltest gerade noch Oregano. Oregano, ja, dazu, da mache ich so nur ein bisschen so. Natürlich unser Oregano, belgisch Oregano, griechisch Oregano. Wissen Sie schon, Leute, ne? Ein bisschen Oregano dazu. Die Griechen essen ohne Oregano, essen das nicht. So, alles schon mal reingetan. Jetzt haben wir so die Gewürze. Und jetzt muss man wieder arbeiten. Mit der Hand ist das beste Werkzeug, ne? Ein bisschen so. Mal wieder massiert, das Fleisch mit der Zwiebel, Knoblauch, frische Tomate, Paprika. Ne? Du sagst normalerweise jetzt 24 Stunden müsste man das. Ja, das so.
und 24 Stunden also im Kühlschrank lagern und morgen die Feuer anmachen und Grillmatik und das Soufflé und da riecht die ganze Gegend hier und den Nachbarn sagen, oh, die machen wieder Party, die Leute. You know. Grillparty. Ja, Grillparty machen, ja. So, liebe Leute, der Feuer ist schon an, die Flamme. Oh, guck, schau sie mal, was eine Flamme haben wir gemacht. Ja, da tun wir gleich die Kohle drauf. Da machen wir sie bereit. Und dann grillen wir die. Unsere Kondosoufflé hier und der Feta gegrillte. Da machen wir leckere Sache. Bleiben Sie dran, bisschen Geduld noch. Dauert ein bisschen, gute Sache dauert dann, ne? So, liebe Freunde, dann machen wir auch diese gegrillte Feta dazu, ne? Mit unserer neuen Erdöl, Golden Oil, von unserem Freund Michali, von Xanti. So, dann fangen wir an zu bereiten. Unsere Feta gegrillte in Alufolie. Dann machen wir so, brauchen wir ein bisschen Zwiebel dafür. Tun wir so mal ein bisschen Zwiebelchen. Ne? Und dann. So ein paar Scheiben Tomate dazu, frische Tomate. Das ist ja was, das könnte man auch theoretisch im Ofen machen dann, ne? Ganz einfach. Im Ofen kannst du auch so mit Grille auf der drauf, auf der heißen Grille kann man auch drauf tun, kein Problem. So, da machen wir dann so, ne? Warte mal. Natürlich ein bisschen unser griechisches Oregano noch dazu. Also mal, liebe Leute, hier. Und natürlich unsere Chiliflocke noch. Ja, dein Mix. Schöne Mischung Chiliflocke. Ich liebe diese Chiliflocke, Sebastian, ne? Ja, die sind auch schön. Was scharf. Meinst du? Die sind schön scharf, wenigstens. Ja, so. Diese. So, ein bisschen Chiliflocken. Und da tun wir so die Feta drauf. Und dann machen wir die gleiche wieder, so ein bisschen Zwiebelchen. Das ist ja wie ein Sandwich. Genau, ja, dann machen wir so ein bisschen. Feta-Sandwich. Das Feta-Sandwich, natürlich klein bisschen Knoblauch dazu. Das bringt einen Geschmack auch, den Knoblauch. Mhm. Genau. Schön. Ein bisschen Petersilie noch. So, eine Feta gegrillt in Alufolie, Leute, das schmeckt auch vor Ort. Eine gute Sache, gute Vorspeise-Sache ist das. Natürlich oft in Chiliflocken. Übertreib nicht. Na, machen wir so eine pikante Feta gegrillt auf Kyriakos Kitchen Art. Genau. Ein bisschen Kurkuma. Ein klein bisschen. Aber das ist immer nur für die Farbe eher, ne? Ja, genau. Auch Geschmack, auch Kurkuma, auch ein bisschen Entelsüßpfeffer auch dazu. So ein klein bisschen. Und vielleicht das bisschen Rosmarin noch. Bisschen Rosmarin. Echt aus wie ein Sandwich. Ja, und dann ein bisschen nochmal Öl. Golden Oil. Leckeres Öl. Und das war's. Da muss man langsam zumachen, ne? So, einfach so. So. Perfekt. Und so, und dann tun wir so das aufs Grill. Muss man nochmal, weil nie was läuft. Mal nochmal. So, ne? So, liebe Leute, das ist unsere gegrillte Feta in Alufolie. So, das ist soweit, so fertig, ne? So, liebe Leute, mit unserer Marinade und der Wartezeit ist okay, dann fangen wir an, jetzt langsam zu spitzen. Habe so ein Spitzhaus selber gebaut, gemacht, das ist ideal. Zu grillen, ne? Kondosoufflé machen heute, liebe Leute. Ne? Einfach die Stückchen so einfach so durch. Bitte? Ne, alles gut. Ja, dann machen wir so.
so eine, ne? Da muss man so mal so eine passende, immer so eine passende Stückchen immer finden. Und dann bauen wir so eine Kontosouffli. Einmal durch. Muss man das Teil ein bisschen spitze machen, aber geht. Ne? Weißt du, ja, was ist das? Früher braucht man nicht, ne? Alles so schnell gemacht, aber es ist ein guter Apparat, gute Spitze, ne? Ja, super. Auch den Holzgriff hast du dran gemacht hinten? Ja. Super. Das ist für Walnuss, Walnuss also. Ach so. Für unsere Walnuss da hinten. Ja, hier kommt man immer hin und immer ist eine Überraschung. Irgendwas, ja. Irgendwas ist gebaut. Gebaut. Irgendwas hat der Kiriakos gebaut. So. Das sieht aber echt schon sehr lecker aus. Naturalische Sachen machen, Sebastian, nie so alles Luxusperfekte haben. Ja. Geht auch so, ne? So, dann machen wir in zwei Spitzen am besten, dann braucht man nicht so lange zu grillen, geht das schneller grillen, ne? Sowieso, ne? Hier muss man ein bisschen schneller grillen. Aber der sieht ja auch schon klasse aus, ne? Ja. Da wird er klasse, wenn man grillen, wenn der Saft läuft, dann macht mir Spaß, also. So, liebe Freunde, da hol ich mal die unsere zwei Spitzen. Schau mal, was haben wir gemacht? Unsere schöne gute Souffle, Sebastian. Ja. Da tun wir langsam in der Feuer, so auf der Seite. Weil ich brauche länger, ne? Gondo Souffle machen wir heute wieder in Füllgesee als Köln, liebe Leute. So, liebe Freunde, da muss man Geduld machen. Der Spieß auf der Grill drauf, gegrillt, ne? Und ich zeige euch meine Walnüsse. Habe ich auch Walnüsse. Es sind Wildwalnüsse ohne gespritzt, ne? Da machen wir vielleicht die nächste, was eine schöne, so eine Nachtisch und so, eine Pfannkuchen mit so einer Walnusspaste drauf und dann angerollt, ne? Und dazu habe ich auch die Trauben, da pressen wir frische Traubensaft auch, ne? Dann wird man Vitamine, vor der Herbstzeit braucht man das, ne? Dicke Souvlaki, you know. Aber das sieht schon richtig lecker aus. Ja, ne? Ja, die Marinade, ja. Spielt eine Rolle, wie du verfeinst die ganze Sache, ne? Wenn man gute, feine Sachen macht, da kommt auch so leckere, gegrillte Sache bei gegrillte Sache, natürlich. Ja, ja, ne? Ich freue mich schon, bin gespannt. Und guck gleich mal. Geht's mit dem Feta los? Mit dem Feta los, gegrillt, da grillen wir auch die Feta langsam. Ne? Super. Sollen wir drauf tun, langsam die Feta, ja? Ja, meinst du? Ja. Na dann, tu mal drauf. Na, tu mal die Feta drauf, dann grillen wir das. Einfach ein bisschen die Kohle, ein bisschen gerade machen, liebe Leute. Ja, direkt in die Kohle tust du direkt, ja, okay. Einfach so. Das tun wir einfach so drauf. Dann lass mal kochen, ne? So, liebe Leute, wir fangen an, jetzt unsere Kartoffeln zu bereiten. Unsere Beilage haben wir versprochen. Und dann tun wir so unser Golden Oil zum Essen, ne? Aber die Kontosouffli sehen ja schon richtig gut aus. Genau, ja, der Kontosouffli uns ist so langsam so weit. Und da machen wir jetzt was Neues. Und da tun wir unsere, die Reste Marinade, was haben wir geblieben, da tun wir jetzt auf die Pfanne. Und dann machen wir jetzt eine Rosmarinkartoffel auf Kiriakos Art. You know was I mean, you know? Oh, Sebastian, der riecht so super, ne? Das riecht richtig gut, ja. Und dann tun wir auch so unsere Pelle Kartoffel, Rosmarin, liebe Leute, machen wir heute. Ja, aber heute spezielle Rosmarinkartoffeln. Genau, ja. Der Rosmarin auch. Frische Rosmarin natürlich. Ne? Ein bisschen Salz noch. Da haben wir die Sache, ne? Sebastian? Ja, schon fertig, ne? So, na guck mal, was haben wir gemacht? Unser Feta. Oh, schauen Sie mal hier, Leute. Ne? Guck mal, wie schön der aussieht durchs Kurkuma, ne? Gegillte Feta. Schön. Probieren wir gleich, ne? Schon weiß geworden, oh. Super. So, da sind wir so weit, ne? Unsere Spitze hier. So was. Lecker, gutes Schluffig haben wir gemacht. So, da liegt man hier drauf.
Haben wir unser Gouda Souffle. Ich glaube, das passt gut zum Feta. Der Feta. Aber der sieht jetzt auch perfekt aus, ne? Guck mal, ja. Ne? Oh, guck mal. Unser Feta. Natürlich unsere Rosmarinkartoffel. Oh, guck mal. Wie schön. Boah, was haben wir gemacht? Da haben wir so viele müde, so über 2 Stunden haben wir gebraucht, Leute, das unsere gute Souffle zu grillen. Aber so lecker geworden, ne? Da probieren wir, was haben wir gemacht. Ne? Da holen wir so runter. Wie Kokoretz, Gouda Souffle. Ja, danke, Jaco. Ja, probier mal. Na, probier mal, was haben wir gemacht. Oh, schön saftig, guck mal, so ist es. Oh Mann. Diese Kombination, Leute, kann ich nicht erzählen, wieder. So lecker schön. Ich will auch. Gleich. Unser Feta natürlich auch. Probier mal. Oh la la. Der Rosmarin, der ganze Mann. Und so zart, ne? Schön. So, das war's, Leute, von heute. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Probier es mal auch bei euch. Schreibt es in den Kommentar. Γεια σας. Ciao. Κάμε κοντά σου φλίγ να Κυριάκος αν προβύριζε μα λέκα. Πάνε πλάτε του χάπερ, μα σπάς, λόγιτε. Ja. Ναι. Α, ακούμε, κάνει τάτιο. Κοντά σου φλίγ. Ω, την κατόφελη ζω, λέκα, καλώτα. Das Fleisch ist echt super geworden, super geil, super lecker. Diese Marinade, ne? Die Reste Marinade, hat die Kartoffeln so lecker gemacht, Leute. Ja. Jetzt muss ich den Feta noch probieren. Feta hab ich auch probiert. Wow, das passt ja alles auch richtig gut zusammen, ne? Oh Mann. Super lecker. Danke, Jaco, jetzt wollen wir ja wieder mal ein paar Videos mehr machen. Ich habe auch noch nicht erzählt, wir haben ja, wir machen ja auch Filmproduktion und uns wurde auch ganz viel Equipment geklaut, hohen Wert. Und deswegen konnten wir auch eine Zeit lang nicht drehen. Ne, dann jobmäßig hat sich was verändert. Ja, jetzt langsam. Zeit. Wir haben die Probleme gelöst, alles. Und dann fangen wir an, jetzt unseren Zuschauern was zu zeigen nochmal. Oder Hälfte Zeit. Da muss man diese Pfannkuchen, was habe ich gesehen, mit den Walnüssen, muss man machen. Mit einem Traum. Pfannkuchen, also mit der mit der Walnüssepaste. Wie Nutella. Wie Nutella, ne? Die schnelle. Ja. Leute, heute machen wir Nutella drauf, wir machen aber mit den Walnüssen. Vor allen Dingen, dein Walnussbaum ist ja riesig, ne? Da ist Aber heute haben wir was gemacht, ne? Das schmeckt richtig gut. Ist auch was für die Temperaturen jetzt. Ist schon ein bisschen schwer. Ja. Aber jetzt haben wir Herbst langsam. Das passt sehr gut. Das habe ich nicht gedacht. Hälfte mehr probierst du auch gleich. Ja, Hälfte mehr darf ich gleich auch probieren. Die steht schon. Die muss nämlich gerade hinter der Kamera sein. Mann, oh Mann. Natürlich auch schöne leckere Baguette. Ja. Probieren wir auch so eine Baguette. Schöne warme Baguette mit Gouda Souffle. Erstmal heute in Köln. Ah, guck mal hier. Danke, Jaco. Jetzt essen wir alleine weiter, dann darf die FT Mia nämlich auch essen. Ja, genau, ja. Dann verabschieden wir uns. Jo, Jassas, Filimu, Kalinichta. Jassas, ciao.